Und damit hallo und herzlich willkommen an alle Chicas und Chicas da draußen. Der Slay ist wieder mal am Start, genau so eine kleine Let's Play Relive. Wir sind gerade auf dem Weg zur Konnichi in Kassel, leider ohne den Skyline, der hat heute noch ein paar Termine. Und ja, wir stehen jetzt hier gerade am Königsplatz in Kassel. Ich durfte netterweise bei meiner Mutter schlafen, hab allerdings da jetzt was vergessen. Das heißt, ich muss die nachher anrufen, wenn die aus der Schule wiederkommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns da gleich, wenn ich da bin. Und dann mache ich mit euch einen kleinen Rundgang. Bis später. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Da ist so der Haupteingang, aber ich habe eh keine Karte. Ich glaube, das war jetzt richtig, wo ich ihn gezeigt habe. Ich bin jetzt gerade unterwegs in den Cosplay-Garten. Mal schauen, ob da schon ein bisschen was los ist. Und ja, ich wechsle jetzt die Hand und dann kommt ihr einfach mal eine Runde mit. Willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie der kleine Blackstar. Blackstar? Ja, Blackstar. Hi. Hey, Blackstar. zu einer kleinen Let's Play Real Life Konnichi 2015. Ich muss, dass mir der Frankfurt Cosplay irgendwie immer auch am besten gefällt von allen. Vor allem, weil Konnichi halt immer so ein kalten Wetterlage ist. Oftmals ist das so, ja, es ist kalt, aber ich habe es bisher immer nur so im Wechsel erlebt, dann kam die Sonne raus und generell auch von der Location her, allein dieser Park schon, das ist so eine Klasse für sich, ne? Und auch am Abend kann man beobachten, wie hier alle noch chillen, weißt du, sich es einfach gut gehen lassen, einfach Party machen und dann geht's halt, hier hat man noch die Möglichkeit, in den Club danach zu gehen, ist ja extra organisiert von der Konnichi aus und dann kann man halt auch ein bisschen die Puppen tanzen am frühen Morgen. Oh, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die werden wir jetzt stellen. Leider fehlt eine Person, und zwar die Callisto. Die sei mal an dieser Stelle gegrüßt. Vielleicht finde ich sie ja noch und dann können wir unser Interview noch halten. Ich wollte eigentlich beide gleichzeitig interviewen, aber ist jetzt leider nicht möglich. Deswegen ist jetzt nur der Beastar hier. Was heißt hier nur? Er ist hier, freue ich mich auch. Wir haben ein bisschen verfehlt, aber jetzt haben wir uns ja. Wer bist du? Ja, ich bin jetzt aktuell Rock Lee aus Naruto. Ansonsten bin ich ein ganz normaler Kerl, wie du und ich. Und ich. Ja, und ich verkleide mich gerne, wie man sieht. Und vollführe einfach das geilste Hobby, was es gibt. Okay,
Sonst noch Alter, wie alt bist du oder sonst irgendwas oder willst du eher so geheim halten? Nein, da habe ich kein Problem mit, das ist ja auch das Schöne dran, es gibt keine Altersgrenzen von jung bis alt, hier sieht man ja alles, kleine Kinder bis schon fortgeschrittenen Alters, ältere Leute, es ist toll und das macht das ja gerade geil. Ich bin 27 Jahre alt, also ich gehöre auch schon zur oberen Schicht des alten Eisens, ja, aber das soll ja nicht dran hindern, dass man das hier mit Spaß durchzieht, ne? Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Fragen und zwar, warum hast du mit dem Cosplay angefangen oder was bedeutet Cosplay für dich? Ich liebe Animes. So, und dementsprechend hat man sich ein bisschen informiert über so ein Treffen an sich, sich das mal anzuschauen, weil auf so einer Convention hat man ja auch die Möglichkeit, direkt an den Ständen der Produzenten, sei es hier Peppermint Anime oder so, die Angebote mal zu begutachten. Schauen wir uns die Szene also mal an. Das war ein Projekt mit einem Freund. Wir haben gesagt, so, wir haben uns informiert, wo findet denn mal so eine Convention statt, weil man hat natürlich auch Bilder im Internet gesehen, wie Leute Anime-Charaktere gecosplayt haben und das gut und das hat einen, also mir hat das persönlich richtig imponiert, hast du gesagt, guckst du dir das mal aus nächster Nähe an und das war dann auf der Animagic 2012, da waren wir das erste Mal in Zivil, haben uns das angeguckt und da hast du schon die Atmosphäre gespürt, die Leute, die sind super nett drauf, kontaktfreudig, wir als Zivilisten, wir waren ganz normal, kamen locker ins Gespräch mit den Cosplayern dort, haben uns unterhalten, haben uns gut unterhalten und hatten einfach eine coole Zeit. Und dass das so schnell ging, so, das war schon cool. Dann war für uns klar, in der Szene bleibst du erstmal, schaust du dich ein bisschen weiter um. Wie läuft das hier? Ja, und dann ist man Schritt für Schritt immer weiter reingerutscht und dann hast du immer mehr Leute kennengelernt und mittlerweile willst du das nicht mehr missen. Was war denn dein erstes Cosplay? Black Star? Aus welcher Anime-Spiel oder was ist das? Das ist aus dem Anime-Manga Soul Eater. Ich liebe den Anime total. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht ihn euch rein. Hallo! ja, das war tatsächlich mein erstes Cosplay. Und ich muss sagen, das war nicht mal selbst gemacht. Das war über eBay billig geschossen für 9 Euro. Und ich habe so viel durch dieses Cosplay erlebt, ja. Und ich liebe den Charakter, weil er sagt einfach, was er denkt. Er ist ein Hau-drauf-Typ, er nimmt kein Blatt für den Mund. Er ist einfach ein Kraftprotz und es macht Spaß, ihn zu cosplayen. Und wie gesagt, ja, sich mal in so andere Rollen versetzen, das befreit auch ein bisschen, ne? Nur ist das so, viele, das ist ja auch so ein Fehldenken, dass man das hier vielleicht alles nur macht, weil man im normalen Leben, sagen wir mal, vielleicht nicht so viel Freude hat oder keine Freundin. Nein, das ist hier komplett unterschiedlich. Man hat die, ja, verschiedensten Menschen anstatt aus, ja, aller Welt, ne? Einige kommen hierher, wie ich zum Beispiel, weißt du, ich habe auch ein geregeltes Leben, ganz normal, aber als Hobby und so, es ist eine Erfüllung, weil es einfach Spaß macht und man es genießt, mit den anderen abzuhängen und wirklich zu feiern. Wenn man jetzt natürlich mit Cosplay arbeitet, hat man natürlich verschiedene Materialien, wie zum Beispiel hier habe ich EVA-Schaum, ja, eine normale Bodenplatte, bei den Waffen habe ich Styrodur oder auch hier habe ich Styrodur verwendet. Mit was arbeitest du denn am liebsten? Ich muss ehrlich gestehen, mit Moosgummi zur Zeit, weil ich habe jetzt auch eine Rüstung angefangen und dieses Material lässt sich einfach super verarbeiten. Man kann schneiden, dann in Verbindung mit Heißkleber, du klebst die Platten zusammen. Es ist für einen Einsteiger, etwas selbst zu machen, simpel, möchte ich sagen. Ich habe das echt als einfach empfunden, da so einen Start zu finden. Also definitiv Moosgummi. Wo meinst du, kriegst du das am besten her? Ich habe es jetzt aus einem Bastelladen in Berlin dort, ja, aber ansonsten, ja, Internet bietet wahrscheinlich auch gute... Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja meine auch. Ja, wenn du da durchschaust, vor allen Dingen günstige Preise, ja. Da, ja, auf jeden Fall. Sie machen zu können, da muss man natürlich ein bisschen mit Material arbeiten, also sprich mit Werkzeug arbeiten. Du hast ja schon gesagt, du benutzt Heißklebepistole. Genau. Was benutzt du noch so? Bestimmte Cuttermesser oder eher so weniger? Oder? Ja, ein ganz konventionelles Teppichmesser. Was habe ich noch? Schnipp, Schnapp, Schere und Heißluftföhn. Ja, das sind halt diese Grundlagen, ne? Und würdest du sagen, reicht es aber auch? Also an meiner Rüstung mit dem Werkzeug, ja klar, man kann es immer ein bisschen weitermachen. Es gibt ja auch Platten hier mit Zentimeterbestimmung. Ich benutze zum Beispiel ein ganz einfaches Lineal, um es abzumessen. Meine Schnittmuster bastle ich mir aus ganz normalen DIN A4 Papierblättern. Aber ich denke, das handhabt auch jeder anders. Profis vielleicht natürlich haben ein bisschen mehr Equip. Aber wie gesagt, für einen Anfänger, der arbeitet mit einfachen Mitteln. Und das ist das Schöne dran, es geht auch. Wem willst du noch?
Yahoo? Das ist, ja, ich muss erläutern, Blackstars Jubelschrei, kann man sagen. Ach so, du machst also Werbung hier, schön. Schleichwerbung. War das richtig? Das üben wir noch. Okay. Ja, Yahoo.de. Wie Yahoo.de. Ja, ach so. Okay. wen willst du noch unbedingt machen? Ja, woran ich gerade dran bin, Oswald aus Odins 4, ein PlayStation 2 Spiel. Wem will ich noch ganz dringend machen? Puh, es gibt so viele Charaktere, man kann sich nicht so bestimmen. Habe ich jetzt keinen weiteren so im Kopf zurzeit. Es ist wirklich Oswald und auf den muss ich mich erst konzentrieren, der ist auch voll im Prozess und den will ich auf jeden Fall als nächstes cosplayen. Facebook, da sind wir ja befreundet. Da habe ich ja gesehen, dass du gerade an einem Cosplay dran bist. War das das oder ist das ein anderes wieder? Genau, das ist das. Das ist das, okay. Dann, könnt ihr das gerne mal auf seiner Facebook-Seite mal nachgucken. Einmal mal den Namen sagen am besten. Das ist Toho Beastar Cosplay, so wie es ausgesprochen ist. T-O-U-H-O-U. Ja, und der Rest, den kennt ihr ja. Beastar, B-S-T-A-R und Cosplay. Ansonsten wird es nochmal hier eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Die hab ich dir angeboten gerade. Okay, ganz in Ordnung. Und meine Seite. Echt mal! Okay, zurück zur gewohnten Seriosität. Okay. Hast du irgendjemanden, wo du sagst, boah, das ist absolut geilste Cosplayer überhaupt, bei dem will ich unbedingt nacheifern oder feierst du mehrere Leute oder wer hat dich da am meisten inspirieren können jetzt? Also man feiert definitiv mehrere Leute, / Cosplayer, weil die einfach mega krasse Werke abliefern. Ich habe auf dem J-Day Liyue Akino kennengelernt. Das ist einer, ja, der wurde durch sein Baymax-Cosplay so richtig berühmt und dann haben wir den halt auf dem J-Day getroffen und dem eifere ich ein bisschen hinterher, weil er macht das auch wirklich aus Leidenschaft. Man merkt, wie er mit dem Spaß da dran ist. Nicht immer dieses Wettbewerbsfähige. Klar, er ist auch ein Profi-Cosplayer, er verdient sein Geld damit, er reist dies und das, alles drum und dran. Aber man merkt sichtlich, dass er Spaß dran hat, dass er sich nicht hetzen lässt. Er macht seine Arbeiten alle selber und mit was für einer Genauigkeit, mit was für einer Detailtreue. Und ist immer cool drauf. Also ihm eifere ich auf jeden Fall nach. Und ich würde sagen, ja, das ist eine kleine Vorbildfunktion für mich auf jeden Fall. Okay, auch gerne mal vorbeischauen. Ja, Typ, er ist ein super cooler Typ. Louis Aquino. I love you. Hope you are next year in Germany again. We see us. Also ist ein Engländer oder was? Irgendwer aus einem asiatischen Raum war das jetzt. Ich glaube, Philippinen, glaube ich. Philippinen? Ja. Nice. Ja, ja. Ich hoffe, ich habe Falsches gesagt. Oh Gott. Es gibt so selten irgendwie so größere Cosplayer aus dem deutschsprachigen Raum. Also sprich, es gibt so einzelne hier und da, aber es gibt keinen, der jetzt wirklich über der Masse her Bekanntheit ist. Also sprich, der deutschlandweit oder halt deutschsprachigen Raum halt bekannt ist. Was meinst du, woran könnte das denn noch so liegen? Das einfach, ja gut, Deutschland an sich, das liegt, ich würde meinen, dass das einfach daran liegt, dass der Hobby bzw. die Sparte Anime in Deutschland noch nicht so vertreten ist. Deswegen muss die Cosplay-Szene an sich ja auch erstmal ins Rollen kommen. Und aber mittlerweile haben wir auch echt gute Cosplayer vorzuweisen. Da braucht man sich nicht zu verstecken in der Hinsicht. Jetzt hat natürlich Cosplayer, wir haben richtig gute Cosplayer. Wir haben, danke. Wir haben sie. Ja, bitte. Ja, hier ist einer. Danke, danke. Manche versuchen natürlich mit ihrer Kunst jemanden zu erreichen, sprich andere machen Zeichnungen und wollen damit die Leute zum Nachdenken, also zum Inspirieren bringen. Andere machen Fotos, wollen jemanden zum Nachdenken bringen. Andere machen Videos und wollen damit jemanden unterhalten. Was willst du mit deinem Cosplay erreichen? Also willst du jemanden dazu anspornen, es auch zu machen oder willst du einfach nur, dass die Leute dich bewundern oder wie sieht das bei dir dann so aus? Bewundern eher gar nicht, weil wie gesagt, für mich ist das wirklich eine Spaßsache an sich, wenn ich jetzt ein Cosplay trage und es kommt gut an, man freut sich natürlich immer. Was ich vielleicht erreichen möchte, ist, diese Szene mal, sagen wir mal, den Normalen, ja, die dieses Hobby immer mit einer angezogenen Augenbraue beurteilen, näher zu bringen und zu zeigen, dass die Szene, wertvolle Menschen auch bietet, dass das nicht nur Freaks sind, sondern auch Künstler an sich. Die sind ja alles an sich, die sind Designer, die machen ja alles selber. Friseure an sich, die stylen ihre Wigs selber, die haben so viel zu tun. Kolorierung und wie gesagt, alles maßgeschneidert, selbst gemacht.
ja, das näher zu bringen, dass die Szene sehr viel bietet auch und, ne, und ein schönes Hobby ist und nicht nur einfach so als Freakshow abgestempelt wird, weil das ist das definitiv nicht. Du, was würdest du sagen, wo ist jetzt dein absolute Favoriten-Cosplay-Aktion, wo würdest du sagen, da will ich jedes Jahr auf jeden Fall wieder hin, egal was kommt, wo sagst du eher, wenn man da mal hinkommt, okay, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Da kann ich mich nicht auf eine Con direkt festbeziehen. Pflicht-Conventions ist die Dokumi, die Konichi, wo wir gerade drauf sind, und auf jeden Fall die Animagic, weil da hat alles begonnen. Da sind einfach gute Erinnerungen verpflanzt, wie quasi auf allen Cons. Aber Animagic ist so, ja, was ganz Besonderes, weil da fing alles an, da ging alles ins Rollen. Und ja, da werdet ihr mich jedes Jahr sehen. Das war eine Drohung. Ich habe so an sich keine Fragen mehr hier. Ich versuche mir auch ein bisschen irgendwas jetzt aus dem Mund zu leiern, aber ich glaube, man hat schon einen guten Einblick darauf bekommen. Leute aller Art sind auf jeden Fall hier alle, wie gesagt, schon herzlich willkommen. Ihr könnt euch hier in eine andere Welt begeben, eine andere Fantasy-Welt, und selbst wenn ihr keine Cosplays macht oder sowas. So, ja, sagen wir mal so, wenn ich habe nichts gegen Leute, die sich ein Cosplay kaufen und dann hier sind und ja, natürlich wie alle anderen teilnehmen und Spaß haben. Sollte das jetzt aber irgendwie so sein, dass sie ausgeben, es selbst gemacht zu haben oder so und damit prallen irgendwie mit falschen Fakten, sage ich mal, ist nicht so gut. Ob gekauft oder nicht, Hauptsache Spaß. Wie gesagt, das ist das Wichtigste und deswegen sind wir ja alle hier. Und ja gut, wenn sich da ein paar einfach nur anmalen oder dies oder das, dann haben sie sich auch wenigstens kreativ irgendwie damit befasst. Beizutragen. Ja, befasst und ja. Gut, das sind wunderschöne Schlussworte für dieses Interview. Ich hoffe, ich finde die Kalisto noch einmal und kann sie die gleichen Fragen abfragen. Das wird dann wahrscheinlich... Kalisto! Ja, das ist schon gut. Lauter. Juhu! Das war schon sehr gut. Ja. Das war mega. Ich leite, glaube ich, mein Cosplay. Dann kannst du damit mal so einen Tag rumlaufen und dich wahrscheinlich die ganze Zeit so mit richtig göttlich fühlen. Ich fühle mich immer göttlich. Weil ich bin der Meinung, ich bin eigentlich nur Atheist, weil wenn ich kein Gott sein kann, kann es auch kein anderer sein. Spaß beiseite jetzt. Das werde ich dir doch einmal beweisen. Okay. Gut, ich bedanke mich erstmal bis hierhin fürs Zusehen. Ich weiß nicht, ob das Video gleich weitergeht oder nicht. Bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer auch, schon alles in die Kommentare. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann online und ich hoffe, man kann, wie abgesprochen, irgendwann mal eins deiner Cosplays mal auf meinem Kanal bewundern. Ja, schauen wir mal, ne, was die Zukunft so bietet. Haben wir abgesprochen. Okay. Hat er vergessen, der Arsch. Okay, tschaußen. Woo! Yeah, yeah.